Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier back to CakeTV Uncut. Wir reagieren heute auf grauer Name mit dem Prime Sub. 48 Monate, 4 Jahre. Krank, ich glaube, du bist sogar Nummer 1, oder? Junge, 4 Jahre, heftig. Seit 2018 am Start, Alter. Krass, 2018 ist erst 4 Jahre her, ne? Krass, ey, einfach, da hatten wir Corona noch gar nicht und so. Ja, wir gucken jetzt von Alpha Kevin meine Entschuldigung an Skurros. Hat er sich selbst ausgedacht, den Titel, glaube ich. Autochan, danke für die 100 Bits. Erstmal muss ich aber wirklich in letzter Zeit wirklich dicke Props an Alpha Kevin geben. Ich finde momentan, also ich gönne ihm diesen Hype, den er gerade hat, einfach wirklich extrem, weil ich es so lustig finde, dass Skurros ihm einfach überall schaden möchte und jetzt genau das Gegenteil passiert und er einfach überall größer wird. Das feiere ich einfach. Steve Steven, danke für den Prime-Sub und Hustler Hamburg, dankeschön, dass du hier einen Sub für 6 Monate sogar. Junge, Alter, du Ehrenmann, dankeschön. So, moin moin, wir haben eine Breaking News. Der Online-Casino-Streamer Skurros hat allem Anschein nach den YouTuber Alpha Kevin auf Twitch sperren lassen. Alpha Kevin auf Twitch, echter Alpha Kevin, hat dort einen Bann erhalten. Ja Leute, ihr habt schon gesehen, ich bin gebannt, weil Skurros mich hat sperren lassen. Und deswegen bitte ich Skurros aufrichtig, dass er mich irgendwie wieder entbannen kann. Mir tut es wirklich an der Stelle wahnsinnig leid, was ich getan habe und ich bitte hierbei wirklich um Vergebung. Und demnach bekenne ich mich selbstverständlich auch als schuldig. Und zwar erkenne ich mich als so schuldig, dass ich direkt wieder von der Plattform Twitch entbannt wurde. Aber kurz zur Chronologie, was ging eigentlich... Ja, vor allem Skurros hat doch einfach danach online gepostet gehabt, dass er jetzt anwaltlich gegen Alpha Kevin deswegen vorgehen möchte. Nicht ab. Und warum hat mich Skurros während meines Livestreams auf Twitch gesperrt? Ich war am Sonntagabend wie gewohnt um 20 Uhr am Livestream und wir haben reacted und später reagierte ich auf dieses Video hier. Was soll ich dazu sagen? Anstand und Respekt kennen die Leute halt nicht mehr. Dabei sprach Skurros viele verschiedene Dinge an, unter anderem sprach er auch über mich, über das, was ich damals zu ihm gesagt habe und wie meine Entwicklung heute ist. Und genau deswegen habe ich dort auch eingeschalten, um das zu wissen, was nun seine Meinung auch zu mir ist und zu anderen Situationen. Während meiner Reaction brach ich dann übrigens auch meinen Zuschauerrekord von über 1300 Zuschauern, bis dann der Stream abgebrochen wurde aufgrund einer Sperre. Dass ausgerechnet eine Person, die an einem TikTok-Stand Free and Brutate ruft, mich striken lässt, ist in meinen Augen ziemlich unverständlich. Doch wie kam es jetzt eigentlich dazu? Erst einmal dachte ich mir schon, dass die Casino-Bubble etwas gegen mich vorhat, dass Skurros Casino-Kollege Vanilla Cry mir einen Prime-Sub dagelassen hat, um sich vermutlich meine VODs anzuschauen. Also VODs bedeuten, das sind meine früheren Streams, bei denen ich auch teilweise über Skurros redete. Und nur meine Abonnenten können eben diese Streams anschauen, deswegen habe ich das exklusiv für diese freigeschalten. Und dort wurde dann ja, muss ich ehrlich gesagt aber auch zugeben, also finde ich ehrlich gesagt auch immer noch, die Meinung vertrete ich seit Jahren, finde ich ehrlich gesagt richtig kacke, wenn Streamer wie zum Beispiel Alpha Kevin das irgendwie einstellen, dass man nur als Sub die VODs sehen kann. Ich persönlich finde das halt einfach absolut respektlos der Community gegenüber so, weil es gibt halt einfach viele Leute, die einfach kein Geld haben, um sich einen Sub zu leisten. So, und wenn zum Beispiel jetzt jemand gerne zum Beispiel meine Streams guckt und sagen wir mal, ich streame jetzt so und vielleicht morgen wichtiger Termin, muss um 6 Uhr aufstehen, kann jetzt halt nicht gucken. So, das heißt aber, morgen ist er unterwegs, der könnte sich das VOD dann halt einfach morgen anschauen, so, und das einfach durchlaufen, so. Und genau das kann er aber nicht machen, weil du musst halt dafür bezahlen, so, ne, und, keine Ahnung, ein Sub, gut, kann man jetzt natürlich sagen, kostet nur 2 Euro, ne, aber vielleicht hat man noch andere Streamer, die man vielleicht noch eher unterstützen möchte, oder man hat nicht mal diese 2 Euro, ne, da gibt es auch viele Leute, also ich hatte auch früher gar kein Geld. Und ich finde das ehrlich gesagt einfach respektlos, dass man dann Geld dafür möchte, dass man den Inhalt, den man ja sowieso schon live gestreamt hat, danach noch zur Verfügung stellt. Fühle ich überhaupt nicht, finde ich einfach absolut respektlos, geht meiner Meinung nach gar nicht. Ach stimmt, der 4, nee 4, genau, 2 Euro bekommt der Streamer, es sind aber 4, genau, pro Monat auch noch. Wahrscheinlich fleißig geschaut, welche Szenen man ganz entspannt sperren und claimen lassen könnte. Da Skurros ebenfalls bei mir Sub ist, hat er diese... Ich meine, da kommt ja auch relativ oft dann irgendwie so das Argument, ja, aber ich habe Angst, dass da irgendwer irgendwas von mir strikt oder so, wie das jetzt bei dem ist. Ne, oder dass irgendwelche Leute meine VODs melden. So, das Ding ist, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist in deinen VODs, was gesperrt werden könnte, dann nimm das VOD einfach direkt offline und alle VODs, die halt online bleiben, kann sich jeder angucken. Fertig, aus, braucht man nicht drüber reden. Sequenzen scheinbar auch zu sehen bekommen und claimte mich aufgrund einer Urheberrechtsverletzung. Und jetzt kommt aber das Kranke. Ich hatte mich versucht einzulocken und bekam dabei folgende Nachricht. Dein Konto ist aufgrund wiederholter Urheberrechtsverletzungen geschlossen. Das könnte also bedeuten, dass er mich vermutlich nicht nur einmal versucht hat zu sperren, sondern halt mehrfach. Und nur mal so als kleine Info, bei 3 Claims, also bei 3 Sperrungen, ist mein Kanal für immer weg. Da
gibt es auch kein Zurück mehr. Demnach habe ich das Gefühl, dass er versucht hatte, meinen Kanal für immer wegsperren zu lassen, obwohl er selber weiß, wie schlimm das Ganze ist. Und das nur, weil ich kritisch gegenüber ihm stehe und vor allem seiner Casino-Aktivität. Auf Instagram schrieb... Ja, wie gesagt, ich persönlich finde das Verhalten einfach mega peinlich. So, das Ding ist, wenn Skurrus der Meinung ist, dass Alpha Kevin so viele Sachen falsch sagt, dass der so viele Fehler hat und so weiter, Bro, dann drop doch einfach ein Video, mach einfach einen Stream, wo du das Ganze wirklich mal so ausführlich sagst, ja, wo du dir von mir aus einzelne Ausschnitte von seinen Videos raussuchst, einzelne Tweets, Stories, whatever, und du alles in dem Stream richtig gut einfach mal aufzeigst, wo er wirklich Fehler hat, wie so ein Minus-Blog einfach. Lad entweder das hoch oder lass einfach das VOD online, whatever. So, und dann hast du ja deine Meinung geäußert und wenn die dann so richtig ist, dann werden dir die Leute schon zum Teil auf jeden Fall recht geben, nehme ich mal an. Aber da irgendwie hinterrücks versuchen, den kompletten Kanal striken zu lassen, fühle ich auch gar nicht. Dann Skurrus höchstpersönlich, dass er seinen Hatern dankt, dass er doch so viel Aufmerksamkeit von ihnen bekommt. Und zum Schluss seines Textes auf Instagram schrieb er noch Folgendes. Meine Stories wurden 7-mal so oft aufgerufen wie gewöhnlich. Ich wollte aber nochmal betonen, wie dankbar ich bin, dass ihr alle freiwillig mitgeholfen habt. Ohne euch hätte ich nicht das aushandeln können, was ich habe. Die Hater sind nämlich deutlich größer als meine Stammkunden. Community. Dicker Kuss an die Hater für das Unterstützen. Also, er bedankt sich bei seinen Hatern, aber bei sachlicher Kritik, die möchte er lieber gesperrt haben? Und warum überhaupt? Das erklärt er im nächsten Instagram-Post. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Erstens, ich werde 3 Monate lang von Tanzverbot und Alpha Kevin beleidigt. Das ist schon die erste Lüge, denn weder in meinen Streams noch in meinen Videos beleidige ich Skurrus. Dazu meinte... Ich hab's tatsächlich auch noch nie mitbekommen, dass Alpha Kevin ihn beleidigt hat, um ehrlich zu sein. Meinte er doch davor, dass er es feiert, gehatet zu werden, damit er noch mehr Geld bekommt. Von daher sollte doch ohnehin alles entspannt sein. Zweitens, auf der Gamescom werden wir angegriffen und beleidigt. Da das Ganze hier eigentlich eine Klarstellung ist, weshalb er mich hat sperren lassen, verstehe ich den Punkt nicht. Denn auf der Gamescom habe ich weder körperliche Gewalt angewandt, noch habe ich irgendwas gesagt, noch habe ich beleidigt oder sonst irgendwas. Ich war komplett im Hintergrund zu sehen. Drittens, die fordern einen Twitch-Bann für uns. Ja, aber davor fordere ich persönlich erstmal einen Bann für deine Grammatik. Worauf er aber hierbei wahrscheinlich hinaus will, ist mein letztes Video zu G-Tasty, bei dem ich eigentlich gut aufzeigen konnte, weshalb ich empfinde, dass man ihn nicht auf Twitch noch belohnen sollte. Also im Gegensatz zu gewissen anderen Personen begründe ich wenigstens meine Forderungen, während du vermutlich missbräuchlich meinen Kanal hast wegsperren lassen. Viertens, die schalten Behörden und Polizei ein, um uns zu schaden, weil wir Gesetze gebrochen haben sollen. Auch eine glatte Lüge, weil wir gar nichts eingeleitet haben. Ich machte nur darauf aufmerksam, dass es nicht legal ist, in Portugal Stake zu spielen, da eben Stake keine Lizenz für Portugal besitzt und auch das EU-Recht hierbei greifen sollte. Das ist halt meines Wissens nach alles rein rechtlich nicht erlaubt und sorry, dass ich das dann erwähne. Ja, tut mir wirklich leid. Fünftens, sie wünschen uns offen... Ja, also er sagt damit ja quasi schon, die schalten die Behörden und Polizei ein. Das sagt ja echt schon, dass es Alpha Kevin einfach gemacht hat. Er hat dafür überhaupt keine Belege. Weißt du, guck mal, das ist halt immer genau das, was Skurrus zum Beispiel jetzt kritisiert. Warum er jetzt Alpha Kevin gestrikt hat, war auch so, ja, die sagen irgendwelche Sachen, die falsch sind, die gar nicht stimmen über mich. So, aber du machst doch da das Gleiche. Wo hat Alpha Kevin dich beleidigt und woher willst du wissen, dass er die Behörden und Polizei eingeschaltet hat? Das ist ja einfach gar nicht passiert. So, oder zumindest kannst du es halt nicht beweisen, so, ne? Deswegen finde ich das auch absolut lächerlich, dann zu sagen, nein, nein, also das sind die Gründe, deswegen habe ich den striken lassen. So, und wenn das jemand über ihn gepostet hätte, Digga, Skurrus hätte alles versucht, um den striken zu lassen. Kundig, dass wir alles verlieren. Das ist halt auch wieder eine Lüge. Ich meinte und bin auch weiterhin der Meinung, dass sie ihren Deal und das erworbene Geld aufgrund des Deals verlieren sollten. Das ist das Einzige, was ich dazu gesagt habe, beziehungsweise wo ich auch komplett dahinter stehe. Und das hat natürlich auch den Grund, da sie halt vermutlich sehr viele Menschen in die Sucht getrieben haben. Und dementsprechend würde ich sowas als Karma bezeichnen. Und dann strike ich Alpha Kevin, weil er mal wieder ohne meine Genehmigung auf meine Videos reagiert, dann heißt es, Skurrus bricht den Ehrenkodex. Korrekt, du brichst eine unbeschriebene Regel von Twitch-Partnern. Wer auf andere reagiert, der lässt es im Normalfall automatisch zu, dass man auch auf ihn reagieren kann. Und da du, Skurrus, schon öfter auf meine Videos reagiert hast, war ich der Meinung, ich kann das auch bei dir tun. Deswegen war ich sehr verwundert über diesen Strike. Was für Ehrenkodex, wenn die oben die 5 Punkte durchziehen? Da ist doch gar keine Ehre vorhanden. Ja, ich meine vor allem, ich finde aber auch, selbst wenn die diese 5 Punkte wirklich gemacht hätten, hat das eine immer noch nichts mit dem anderen zu tun. Also trotzdem sollte man sich gegenseitig erlauben, seine Meinung öffentlich zu posten. Also Skurrus könnte jetzt ja auch einen Talkstream machen, wo der jetzt 20 Minuten über Alpha Kevin abrantet und gibt Alpha Kevin dann einfach nicht mehr die Möglichkeit, selber darüber zu reden, weil er sagt, ja, wenn du darauf jetzt machst, dann strike ich dich, weil du hast mich mal beleidigt. So, also
Ich find's lächerlich. Ich find sowas einfach lächerlich. Okay, also er bezeichnet mich jetzt hierbei als ehrenlos, weil keiner der 5 oben genannten Punkte stimmt und auf mich zutrifft. Skyros, du hast es wirklich erfasst. Und ich bitte dich, wenn man sieht, wie du deine Texte schreibst, dann wirkt das für mich, als hätte das ein Zweitklässler verfasst. Ist hier im Chat. Ich bitte geht, in Alter. Zukunft um mehr Seriosität in diesen Texten. Davon abgesehen dachte ich, dass Skyros ein rechtlicher Überflieger ist, der die Gesetze auf Twitch besonders gut kennt. So schrieb er auf Herr Newstimes Tweet folgendes. Erstmal sind Rechtsexperten auf internationaler Ebene in Bezug auf Glücksspiel geworden und danach sind sie auch noch Experten im Urheberrecht. Da brauchen wir ja gar keine Anwälte mehr. Einfach ja Newstime, Alpha Kevin oder sonst wen fragen. Ein Eigentor. Also ich will ja nicht zu nahe treten, aber ich wurde mittlerweile entsperrt auf Twitch. Fun Fact, Skyros empfindet scheinbar diese Aufklärung gegenüber Glücksspiel als Mobbing gegen ihn. Und dann wird er auch noch richtig fuchsig, denn in einer weiteren Story erklärt er dann nochmal, dass sein Claim die Gesetzgebung nun mal entspricht und demnach niemand etwas dagegen tun kann. Zweitens, die Plattformen sind am Gesetz gebunden. Selbst ein Mitarbeiter kann gar nichts machen gegen die Konsequenz, dass er in dem Moment gestrikt wird, weil er muss. Die Abteilung könnte höchstens intern ihm den Strike wegmachen, aber Twitch und alle Plattformen sind verpflichtet, die Urheberrechte zu respektieren und durchzusetzen. So, Skyros, ich erkläre dir mal eben, warum es meines Wissens nach ganz großer Quatsch ist, was du uns hier gerade erzählen möchtest. Es ist nämlich tatsächlich... Ja, vor allem wurde der Strike ja, wie gesagt, auch weggenommen. Also man ist ja schon irgendwie... Nicht erlaubt, ein Originalwerk frei zu nutzen. Hierbei muss man allerdings Folgendes beachten. Eine freie Benutzung liegt vor, wenn das Originalwerk nur als Anregung dient und ein selbstständiges Werk entsteht. Die Rechtsprechung spricht davon, dass angesichts der Eigenart des neuen Werkes die entlehnten eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werkes verblassen. Es sollte also ein möglichst hohes Maß an Individualität in das neue Werk eingebracht werden, damit es den geforderten Abstand zum Original einhält. So, und da ich offensichtlich sehr ausführlich auf dein Video reagiert habe und es demnach ein hohes Maß an Individualität aufweist, darf ich rein rechtlich auch auf dich reagieren. An der Stelle möchte ich aber betonen, dass das Ganze eine Grauzone ist und eher subjektiv. Ey, du kannst Beschiss ruhig drin lassen. Der kann ja auch 20 Mal Gina reinposten, so wie hier. Wird. Demnach muss ich hier nicht zwangsläufig im Recht liegen. Ich hatte dazu noch mit Herrn Anwalt telefoniert und er meinte, dass meine Chancen nicht schlecht stehen würden, da Skyros zudem eine öffentliche Person ist und in diesem Fall theoretisch eine Art Fair Use und das Zitatrecht zutreffen könnte. Warte, was? Telefoniert und er meinte, dass meine Chancen nicht schlecht stehen würden, da Skyros zudem eine öffentliche Person ist und in diesem Fall theoretisch eine Art Fair Use und das Zitatrecht zutreffen könnte. Mhm. Skyros schrieb dann noch in einer Story, dass ich im Falle, dass ich jetzt wirklich entbannt werde, eher rechtlich gegen mich vorgehen möchte. Alpha Kevin hat Einspruch eingelegt, deswegen müsste dann auch gleich sein Kanal wieder da sein. Das muss Twitch machen bei einem Einspruch. Wer Recht hat oder eben nicht, das müssten dann ein Gericht entscheiden. Und ich denke, ich werde dann jetzt den nächsten Schritt einleiten, über den Anwalt. Damit ist das Thema dann auch vorübergehend zu. So oder so hoffe ich, dass er jetzt gecheckt hat, nicht mehr auf meine Sachen zu reagieren. Können dann in Ruhe unseren Content wieder machen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der Einzige, der eine... Ja, es ist halt auch so lächerlich. Also wenn er deswegen wirklich da rechtlich gegen vorgeht, also dann wirklich erstmal gute Nacht. Also das ist, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der ist einfach getriggert, aber ich glaube, der weiß selber, da jetzt irgendwie da rechtliche Schritte einleiten ist irgendwie... Wie das Brot oder auch das Geld nehmen möchte, ist doch in diesem Fall des Skyros, indem er mich einfach mundtot machen möchte, beziehungsweise er möchte mich gesperrt sehen. Denn im Gegensatz zu dir habe ich noch keine Schritte eingeleitet oder auch die Behörden in Portugal eingeschalten, um das Ganze zu prüfen. Ich kann es nur so sagen, wer Glücksspiel unterstützt... Ja, ich meine, angeblich hat er ja eine Hausdurchsuchung gehabt, ne? Aber das war ja wahrscheinlich auch eine Lüge, nehme ich mal an, wa? Oder? Und es bewirbt. Der sollte in meinen Augen auch zu Recht kritisiert werden. Und das mache ich auch in Form einer Aufklärungsarbeit, da ich persönlich selbst auch schon glücksspielsüchtig war. Dass diese Kritik nun dafür genutzt wird, um mich jetzt hier sperren zu lassen oder mich noch abzumahnen, das ist super traurig und ich bin gespannt, wie die Zukunft noch aussehen wird. Noch verwunderlicher ist aber meines Erachtens nach, dass er sich bei Hatern bedankt, dass sie ihm die Aufmerksamkeit geben, aber sich im gleichen Atemzug über Hate und Kritik beschwert. Also ich weiß nun nicht, ob wirklich ein Rechtsstreit sinnvoll für dich wäre, Skyros. Denn wenn er mich gegen Urheberrechtsverletzungen abmahnen möchte, dann sollte er sich am besten an die eigene Nase fassen, da er selbst öfter auf meine Videos reagiert hatte und auch auf viele Videos von anderen Personen. Und über die Widersprüchlichkeit in Bezug der Dankbarkeit für die Hater wird er ebenfalls als ziemlich unglaubwürdig rüberkommen. Skyros, was soll ich noch zu dir sagen? Ich bin selbst gar nicht mehr verwundert, dass du solche Schritte einleitest, dass du Menschen einfach striken möchtest, ohne meines Erachtens nach ersichtlichen Grund. Ich empfinde es nur als sehr komisch, dass du jemanden striken lassen möchtest, mit der Begründung, dass man auf eine Person kritisch reagiert, du es aber im gleichen Atemzug selber schon getan hast. Also wenn du hierbei wirklich sachliche Kritik bannen möchtest, dann bist du bei mir wirklich an der falschen Stelle. Machst du noch ein Video zu Skyros? Ja, ich überleg's mir auf jeden Fall mal. Eventuell nicht. Ich guck mal,
Das Video aber auf jeden Fall sehr stark, fand ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich fühle es einfach gerade bei Alpha Kevin, dass der gerade so den Hype hat. So, Skurrus will ihn einfach so klein machen, zerstören und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich feiere das. Das ist halt einfach der Barbara Streisand-Effekt. Er will ihn striken lassen und das ist halt Real Talk einfach das Beste, was Alpha Kevin hätte passieren können. Das ist geil, Alter. Das ist einfach geil. Ich feiere das. Ich feiere das mega.